Hi ihr Lieben, willkommen bei Yes Delicious zusammen mit Duygu von Cook Bakery. Wir werden heute ein schnelles Last-Minute-Silvester-Rezept machen. Und zwar werden es Mini-Corn-Dogs. Ja, und die Zutaten, die stehen schon alle hier. Und das sind Rindswürstchen, Maisgrieß, Mehl, Milch, Zucker, Backpulver, ein Ei, Pfeffer und Salz. Genau, und die genauen Mengenangaben, die findet ihr dann unten im Rezept, was in der Infobox verlinkt ist. Zuerst bereiten wir den Teig vor und schlagen dafür erstmal das Ei. Oder verquirlen. Jetzt bist du dran. Meine Lieblingsaufgabe. Wow. Keine Schale. Dann geben wir die Milch zu dem Ei. Wir rühren das auch wieder. Und jetzt rühren wir im Prinzip nur noch die ganzen trockenen Zutaten einfach unter. Also den Zucker, Mehl, den Maisgrieß, Backpulver. Und dann pfeffern und salzen wir das Ganze noch ein bisschen. Und das verrühren wir jetzt wieder zu einem schönen, geschmeidigen Teig. Dann schneiden wir die Würstchen noch in der Hälfte durch. Na, ich hoffe, ich krieg's mittig hin. Und dann können wir sie auch schon direkt aufspießen. Also ich stecke sie ungefähr, weiß nicht, ob man das sieht, ungefähr so tief rein, die Holzstäbe. Damit haben wir auch schon alles vorbereitet und können uns jetzt ans Frittieren machen. Und dazu nehmen wir einfach so Würstchen und tunken sie so in den Teig oder in die Panade rein, sodass sie gut damit umhüllt sind. Und dann kommen sie ab in die Fritteuse, da lassen wir sie so langsam reingleiten. Die Corn Dogs sind jetzt frittiert und zwar goldbraun frittiert und das hat nicht mal eine Minute gedauert. Also das geht wirklich ruckzuck, deswegen immer schön ein Auge drauf werfen. Und eventuell vielleicht auch umdrehen, weil die werden dann sonst oben so hell. Genau. Oder vielleicht stehend, wenn ihr das irgendwie hinbekommt. Zu den Corn Dogs könnt ihr eigentlich alle möglichen Dips essen, was ihr gerade wollt. Zum Beispiel Ketchup, Sweet Chili Soße, Senf oder auch den scharfen Dip, den wir gemacht haben. Oh, stimmt. Stimmt, der passt ja auch dazu. Ja. Oder auch einfach so. Also ich finde, die schmecken auch so schon richtig lecker. Und die könnt ihr zum Beispiel einfach in ein Glas stellen, um sie zu servieren. Das ist zu hoch, gell? Ja. Wir hoffen, Rezept und Video hat euch gefallen und in der Infobox findet ihr noch weitere Silvesterrezepte von uns beiden verlinkt und schaut auch unbedingt mal bei der Duygu vorbei, weil die hat richtig mega leckere Rezepte. Dankeschön. Bis bald. Tschüss.